Ja, wir sind hier in Bollendorf am Druidenstein. Wir haben gerade auf der Tafel gelesen, dass das also mit den Druiden natürlich etwas fragwürdig ist, mit den Kelten. Da gibt es ja nicht so wirklich Überlieferungen zu. Und dass man den Stein sicherlich als Grenzstein benutzt hat. Aber Fakt ist, dass dieser Stein schon seit der Steinzeit eben hier halt so steht. Wie er hier hingekommen ist, also ganz natürlich sieht das nicht aus, wie der hier ist, dass der hier irgendwie hingebracht wurde. Das kann man natürlich jetzt alles spekulieren. Fantasie kann man natürlich auch ordentlich spielen lassen. Aber dass natürlich ein solcher Stein bei Kelten oder naturnahen Völkern natürlich was ausgelöst hat und ist irgendwo naheliegend, weil das natürlich auch eine besondere Erscheinung ist. Und dass er als Grenzstein benutzt wurde oder als Wegweiser, ja, auf jeden Fall. Man nimmt ja halt das, was da ist und sagt, geh bis zu dem Stein und dann rechts oder irgend so jetzt, ne? Also, und was uns halt jetzt noch so aufgefallen ist, ich lese gerade das Buch von dem, ich glaube, Wohlleben heißt der, wo es also da um die Geheimnisse der Bäume geht, was ist also ein wahnsinnig interessantes Buch. Ich habe noch nicht alles durch, aber dass auch Bäume befreundet sein können und so, da wollte ich immer mal so gucken, wie die denn so wachsen. Und da ist mir eben aufgefallen, wie hier die Bäume wachsen. Also ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenk und da sieht man hier, dass da also im Halbkreis hinter diesem Stein interessante Bäume wachsen. Ich denke, es sind Buchen. Und die sind also wirklich hier so kreisförmig um den Stein herum. Wir sitzen jetzt hier auf einer Bank, aber hier neben mir ist auch so ein Baum. Und man sieht, dass sie doch alle etwas eigentümlich gewachsen sind. Nämlich meistens so zwei Bäume zusammen oder sie haben sich sehr früh gespaltet. Das ist also bei dem so. Da hinten ist das, glaube ich, bei dem auch so. Und hier haben wir das auch. Und das sind ja auch so Besonderheiten, auf die man mal achten müsste. Und das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich wollte mir mal so was wie eine Wünschelroute oder es gibt so Schwingungsrouten, die halt Schwingungen ausmessen. Weil man ja auch sagt, dass also wenn Bäume so, zum Beispiel hier dieser hier, der ist so verdreht gewachsen, dass da Wasseradern sein könnten oder besondere Felder. Ich bin jetzt mal um den Stein rum, ich habe da jetzt nicht unbedingt was gespürt. Wie gesagt, ich würde das mal mit so einem, mit so einer Art Wünschelrute, das würde mich mal interessieren, ob hier nicht tatsächlich was Besonderes ist. Denn egal wie auch immer, wir wissen nicht, wie der Stein hier hingekommen ist, aber ich denke mal, nicht unbedingt auf natürliche Art und Weise. Und das hat bestimmt eine Bedeutung. Und das sind ja also Sachen, da haben wir ja in unserer Welt überhaupt keine Ahnung mehr von. Und das würde mich dann mal interessieren. Also wenn ich das nächste Mal nach Bollendorf komme und wir kommen hierher, dann habe ich auf jeden Fall so eine Route dabei. Und dann kann man mal diesen Platz abgehen. Auf jeden Fall ist das schon sehr faszinierend. Ja, und was die Bäume betrifft, also was der Wohlleben so schreibt, dass sich Bäume mögen oder nicht mögen. Also hier ist es auch sehr interessant. Dieser eine Baum, dieser kleine schmale, der wächst ja so richtig weg von dem anderen. Der andere wirkt auch etwas verdreht. Und der hat auch oben, interessant, die Zweige sind auch so ein bisschen verdreht und um die Ecke gewachsen. Kann man jetzt hier nicht wirklich so gut sehen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, das zum Thema. Ja. Ach, jetzt fange ich mal den Jürgen ein. Man kann jetzt auch nicht sagen, die Bäume haben sich da wegen dem Licht. Das muss schon einen anderen Hintergrund haben, weil wenn man hier ja, hier hinten sind Tannen sieht, ne? Und die sind auch nebeneinander und die sind einfach hochgewachsen. Ja, die sind einfach nur gerade hoch. Die kommunizieren nicht miteinander. Nee, also ja, Tannen, ich weiß ich nicht, funktionieren glaube ich anders. Ich muss das Buch noch zu Ende lesen. Jürgen, du bist im Bild. Ja. So. Ach so, ich bin im Bild. Ja, genau. Mit Pfeife. Also, wir werden das noch genauer ausführen. Tschüss. Thank you.
dazu sagen. Also das ist jetzt hier der Härtetest, um ein Auto kennenzulernen, nämlich diese echt haarigen Kurven hier. Der Weg ist auch sehr eng. Und das ist auch der Weg, den man also fährt zum Märchenpfad, der auch hier ist. Da haben wir aber schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, aber interessant ist der Eingang der Laubzweifel. Ja, genau. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon gezeigt. Auf jeden Fall ist das hier, also wir haben ja hier unseren Elchi, ne? Ah ja, hier ist der Anfang von dem Märchenpfad. Da ist dieses Gesicht gewesen. Und ja, man kann das gar nicht so wirklich sehen auf dem Video, wie das immer auf Fotos ist, wo man das gar nicht sehen kann, wenn was bergab geht oder bergauf. Das ist immer... Da geht's rein. Ja, hier geht's rein in den Märchenpfad, ganz genau. Da geht es rein. Da, wo ist er denn? Da, ja genau, da, der raucht Pfeife. Das stimmt, ja. Also, ich habe aber gedacht, es wäre mehr los heute, weil Ferienzeit ist. Ich muss aber dazu sagen, eben waren schon ein paar Leute hier unterwegs. Ja, und dann geht das jetzt hier runter. Ja, auf dem Video ist das ja nicht so spektakulär, Jürgen. Das sieht, sieht man ja nicht so, ne? Ja. Und hier sind also, ich mach mal lieber hier so die Felsen. Ja, genau, hier ist die Felsenlandschaft. Das zeige ich mal viel besser, so. Jetzt geht es hier wieder runter. Also. Bin ich als Kind alles so essig laufen, habe ich dem Tomoliker gesagt. Also wir kommen ja schon hier seit 45 Jahren nach Bollendorf hin, also ich. Und die Tomoliker ist nicht ganz so lange. Aber als Kind bin ich halt alles hochgelaufen. Ja. Und das muss ich mir heute mal antun. Nee, der Packe wollte immer. Upsala. Im Moment sowieso nicht, ne, aber wir sind hier schon viel gelaufen und da wir ja nur ein paar Tage hier sind, machen wir einen kleinen Abstecher. Und wir haben die grüne Höllentour, die konnte ich heute auch nicht. Ja, die machen wir jetzt nicht. Nicht so dramatisch. Aber wer die grüne Hölle gucken will, kann ja, ich habe ja ein Video. Da haben wir ein Video gemacht, genau. Da ist die explizit drauf. Ne. Genau. Ich wollte ja nur mal den Temperaturunterschied wissen, aber heute, genau heute, ist es gar nicht so kalt, Gott sei Dank, warm meine ich. Wir haben also 24 Grad allerhöchstens, was eigentlich eine tolle Temperatur ist, eine super Temperatur. Aber ich wollte natürlich wissen, wie das so bei 30 Grad ist. Das haben wir jetzt alle nicht. Also wir haben hier bei 20,5. Ja. Ah, 20,5 Grad. Ja, das war mal schon vorsichtig hier, die Ruhe. Also man kann das ja auf dem Video nicht wirklich erkennen, was hier so abgeht gerade. Ja, wir haben ja hier unseren Elch. Ne? Also. Ja, genau, den Elch. Und ich habe gesagt, der Jürgen, pass auf, hier sind ein paar Löcher. Und dann sagt der Jürgen, er muss... Genau, jetzt kommt eine totale Elchkurve. Er sagte ja, ich muss mich an den Wagen gewöhnen. Ich sage, also wenn der jetzt nach der Fahrerei... müsstest du den Wagen eigentlich voll drin haben, dass du alles ganz und mit dem Wagen alles fahren kannst. Also das ist ein Härtetest hier. Ja, und... Jetzt fahren wir nach Schloss Weilerbach. Ja, fahren wir nach Schloss Weilerbach. Gut, hier geht es steil runter. Später. Bis später, genau. So, jetzt kommt hier wieder ein schönes Pferd. Für Saskia ein schöner, muss ein Halflinger sein. Da kommt ein Gegenverkehr. Ja, ich bin hier Weilerbach gefahren. Ich wollte eigentlich zur Tränenleihe. Das ist hier. Hier tropft das Wasser aus dem Bad. Das heißt hier Tränenleih. Und bei manchen Jahreszeiten kommt natürlich mehr Wasser raus, also mehr Wasser.
Aber das ist der Dachschalter. Ich finde das jetzt schon viel. Ja, Nico. Da oben steht es auch tränenreich. Ja, der Hund. Ja, Wahnsinn. Echt toll. So, ich habe meinen Tabak vergessen. Wird sich ja auch. Ja, wir sind immer doch noch nach Weilerbach gefahren. Das Schloss ist 1740, glaube ich, erbaut worden. Da hatten die Äbte oder der Abt von Echternach zu viel Geld. Er hat das für sich, kann man ja nachlesen. Aber die haben hier eine Eisenhütte betrieben und hier ist auch erzhaltige Gesteine in der Umgebung. Da gab es Köhler oben im Wald, ne? Also die haben hier schon was rausgehauen und hier war eine sehr lange Zeit eine Eisenhütte und hier gibt es wohl auch noch alte Gussplatten, die bekannt sind, die von hier kamen, alte Ofengussplatten, das muss wohl erste Sahnenqualität gewesen sein. Ja, und ansonsten ist das Gelände eigentlich ziemlich, ja, wie nennt das, geschrottet, ne, gibt es eine extra Antwort. Also ist dann auch Jahre der Zeit alles verwittert und kaputt gegangen hier und ich habe ja schon mal öfters hier, haben wir was darüber erzählt, in der Stadt. Ist dann nachher anderen Leuten zu Hände gefallen, ist gehört heute hier Landkreis Bielefeld-Grün und Standesamt gibt es hier auch, hier kann man heiraten. Ne? Ja. Ja. Kann man mal oben zeigen dann. Sehr schöne Anlage halt. Ne? Ja. Alles vertrocknet, ne? Aber das wird sich erholen. Jetzt haben wir eine Kuriosität entdeckt. Jetzt rechts kommt hier ein kleines, hier ist das Standesamt drin, kleines Gebäude und das ist total lustig. Wir kommen hier Jahre hin, sitzen hier im Park und gucken uns das Häuschen an und erst heute haben wir gesehen, dass die Fenster aufgemalt sind. Also das hat die vorderen Fenster sind aufgemalt. Die Tür ist noch echt. Das sieht so täuschend aus, so echt auch. Also wirklich. Wenn man weiß, dass es aufgemalt ist, ja. Und wenn man es nicht weiß, ja. Also das haben die echt gut hingekriegt. Richtig Illusionsmalerei. Ja. Und da drinnen kann man heiraten. Ein Bild von innen habe ich auch gemacht. Kann man noch dran hängen. Ja, jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen auf der Bank. Tschüss.
Letzter Tag, wir fahren ab. Das war nur ein kurzer Urlaub hier im Hotelhaus Sonnenberg. Na, Waldhotel. Total tolle Anlage, kann man super empfehlen. Die haben Schwimmbad im Haus, Massage, Sauna. Also, das haben wir jetzt nicht genutzt, aber es ist gute. Also, die haben das Haus hat 3 Sterne, ist oben eine Klasse. Auf jeden Fall auch das Essen Phänomen. Also, ich habe Steak gegessen, lecker. Also, einmalig. Und die Landschaft, ja, wir fahren ja schon viele Jahre hierher. Ne? War jetzt mal aus einer anderen Blickperspektive und für einen Kurzurlaub hier mal 2 Übernachtungen kann man sich mal gönnen mit einem wirklich sehr reichhaltigen Frühstück und du bist direkt an den Wanderwegen hier, du brauchst noch nicht mal im Auto wegfahren, Restaurant, alles da, also picobello. Wir bedanken uns hier für das Haus und ja, die E-Mail-Adresse von dem Haus tun wir in die Infobox und noch ein paar Fotos dazu. Tschüss. Ja, also unten im Ort haben wir schon ein großes Schild gesehen von wegen Weihnachtsbaumverkauf. Ja, und jetzt stehen wir wohl hier, ne? Also hier sind schon mal die ganzen Weihnachtsbäume und mit Beleuchtung, da ist was am Glitzern und am Flimmern. Vielleicht kann man das auf dem Video erkennen. Ist also recht lustig. Sieht sehr schön aus. Und die Aussicht dahinter, ach Jürgen, das ist doch jetzt mit.